Hey Leute und willkommen zu einer Folge FIFA 14 Ultimate Team. Und ja Leute, wir haben heute den Sonntag, wir haben heute den Sonntag, an dem die Team of the Year Spieler rausgekommen sind, also alle nochmal zum Ziehen. Und da habe ich mir das natürlich auch nicht entgehen lassen, ein Pack aufzumachen. Und wen haben wir? Wir ziehen direkt im ersten Pack, das wir aufmachen, Sergio Ramos, Team of the Year. Das ist natürlich richtig geil, aber ja, das sollte nicht alles sein, denn, also ne, wir haben halt dieses 100k-Pack gezogen und jetzt war gerade hier so ein bisschen am Rumpacken. Und da habe ich auch noch, ah ne, das war falsch, da habe ich mal ein bisschen rumgebastelt mit ihm, weil ich mir vielleicht auch noch eine Liga-BV-Mannschaft machen will. Also ihr seht, ich hab, hier hat sich schon viel getan seit dem letzten Mal wieder. Ich habe nämlich noch in dem Pack zum Beispiel auch hier den netten Herrn Schürrle drin gehabt. Den habe ich erstmal auch im Verein gelassen. Und jetzt auf jeden Fall spiele ich gegen einen Kollegen mit der Mannschaft hier. Und ja, da packen wir den hier einfach mal rein und gucken, was er dann so macht. Und ja, erstmal muss ich... So, Leute, da sind wir wieder. So, genau, mit der Mannschaft spielen wir hier. Zack, wir nehmen hier unsere schönen Ausweichtrikots von Schalke. Und ja, gegen diese brasilianische Mannschaft, die gerade ein bisschen verletzungsbedingt von meinem Kollegen ein bisschen scheiße ist. Aber auf jeden Fall ist er, hatte auch Neymar, aber der ist leider auch verletzt. Ich glaub, wir haben heute Lust auf Fußball. Und ja, mal gucken, was wir da reißen können. Oh, Sergio Ramos. Erstmal ein bisschen Tricks. Und natürlich auch unser Robben hier am Start, da direkt mal schön den Ball erobert, aber auch wieder verloren. Ja. Abseitsentscheidung korrekt. Sergio Ramos hier am Start. Götze kann sich da noch nicht durchsetzen, leider. War jetzt vielleicht mal die erste gute Aktion von ihm, aber nein. Wir haben ja unseren Alaba hier. Und Dante. Und jetzt mal Gündogan. Da dachte ich eigentlich, Raum läuft mit. Also er hat hier auf jeden Fall eine Fünferkette, mit meiner Bundesliga-Mannschaft ziemlich schwer durchkomme. Und das ist ein bisschen doof. So, Götze, Tor. Egal, ist ja klar, dass wir hier gewinnen, weil er eben noch nicht so lange spielt wie ich. Und weil seine Mannschaft halt verletzungsbedingt so ein bisschen kaputt ist. Außerdem Fitness gerade auch nicht so Premium. Müsste mal Fitnessspiele machen. Also wenn du das siehst, mach Fitnessspiele, ja. Bitteschön. Ah, hier sein komischer Bronzeabwehrspieler müsste das gewesen sein. Hat da gut aufgepasst. Sergio Ramos mit seinem 80 Tempo verliert den Ball. Ja. Warum er ihn jetzt da hingespielt hat, weiß ich auch nicht. Oh Mann, Gündogan. Schön Gündogan. Jetzt bringen wir hier einen Ball auf Robben. Alter, der Jansen, ey, der ist echt. Naldo. Ne? Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er. Dürfte eigentlich für meinen Robben kein Problem sein. Robben! Alter, bringt der geile Schüsse. Oh Mann, und Elia versucht dann mit seinen 5-Star-Skills was zu reißen, schafft es aber nicht. ja, also Sergio Ramos, Team of the Year, sollte jetzt, wenn wir noch ein bisschen warten mit dem Verkaufen hier, sollte der uns auch schon gut eine Million einbringen, denke ich mal. Im Moment liegt er so bei 700.000, 800.000. Wäre natürlich auch schon richtig was, aber... da warten wir lieber noch eine Woche oder so, bis man den nicht mehr zieht und der auch schon so seltener geworden ist. Der Team of the Year. Ich denke mal, der wird dann noch ordentlich steigen. Habe ich zumindest letztes Jahr so gemacht, obwohl ich da, also ich habe das beobachtet, obwohl ich halt keinen Team of the Year Spieler hatte. So, komm Robben. Schön, Hüntela. Und Robben. Boah, Alter, der bringt so geile Schüsse. Und Elia schon im Abseits, das gibt es nicht. Der wäre so schön durch da. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Robben auf jeden Fall richtig stark. Wenn man mit ihm aus der Distanz schießt,
Und jetzt Elia. Nein! Ach, er hat seinen Torwart rausgeholt. Oh, da wird mein Robben von zwei Verteidigern in die Zange genommen. Vielleicht mal mein Gündogan. Aber Jansen schon wieder. Der steht da echt gut. Aber schön von Sergio Ramos da. Sergio Ramos arbeitet sich hier gut mit nach vorne. Und ja, warum nicht einfach mal mit ihm abziehen? Immerhin hat er ja auch einen 69er Schuss. Und ziemlich gut Dribbling. Und da ist er wieder. Hat jetzt leider daneben gepasst, aber das macht ja gar nichts. Der kann natürlich hier mit seiner Chemie, passt der natürlich hier nicht rein, aber ich wollte einfach mal sagen, ne, ich habe mit dem Team of the Year Ramos gespielt. Weißt du, das, mit so einem Team of the Year Ronaldo wäre natürlich geiler, weil er mal eben die teuerste, ne, nicht, lol, was war das denn, Pisscheck? Nicht die teuerste Karte vom Spiel, die ist immer noch Pele. Oh mein Gott, Schweinsteiger, was machst du da? Nicht der Lukas, der ist schnell. Aber der hat keine Fitness mehr, das ist ärgerlich, ne? Ärgerlich ist das. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. So, da sieht Götze mal wieder mit seiner Übersicht den Hüntela, aber Naldo ist echt ein guter Verteidiger. Muss man mal gesagt haben. Also er hat hier eine gute Innenverteidigung mit Naldo und Santana. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er sich da Thiago Silva und Sergio Ramos holen. Aber den normalen Sergio Ramos, nicht den Team of the Year. Den will ich selbst verkaufen, sonst hätte ich ihm die vielleicht auch geschenkt, aber ich meine, wenn wir wirklich 1 Million dafür kriegen sollten, das dann will ich ihn dann doch lieber selbst verkaufen. Und da Götze sieht da Rom, aber Rom leider nicht perfekt gelaufen. Und sehr schön Sergio Ramos. Sergio Ramos ist ein richtig guter Verteidiger. Und dann noch Team of the Year. Schade, dass ich nicht noch ein Team of the Year Spieler gezogen habe. Das wäre natürlich Premium gewesen, 2 in einem Pack. Aber das Glück wollte ja nicht mehr. Wenn man schon ein Pack aufgemacht hat und dann direkt ein Team of the Year Spieler. Also das hätte ich nie erwartet. Gib mir doch den Rom von oben, Alter. Wenn der im Abseits steht. Hätte ich auf jeden Fall nie erwartet. Ist auf jeden Fall richtig gut ausgegangen. Ihr könnt... Und ich habe mich gefragt, warum ich das dann im Nachhinein nicht aufgenommen habe. Ich dachte mir so, ach, das wird eh nichts. Als ob du ein Team of the Year Spieler bekommst, ne? Und boah, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich danach ausgeklickt bin, dass ich das nicht aufgenommen habe. Na, wo ist mein Sergio Ramos? Der muss da stehen. Ah, Dante. Oh mein Gott, Dante, Scheißfehler. War Sergio Ramos noch da dran? Nein, okay. Das wäre sonst richtig gut gewesen. Aber auf jeden Fall guten Einsatz zeigt er hier. Alaba. Piszczek, Robben, Jansen. Und jetzt hier Sergio Ramos, Dante, Alaba, sehr gut. Und jetzt Sergio Ramos, schön gemacht. Gündogan hat da irgendwie nur einen Scheißball auf den gut laufenden Robben. Nein, ich dachte, da oben läuft der Robben gut. Aber mit dem Rom läuft das hier im Mittelfeld eigentlich auch ganz gut. Mit dem Verfan fand ich das noch so Flankenspiel ein bisschen besser, aber mit Rom kannst du halt einfach draufziehen. Ehrlich gesagt, jetzt wo ich so wieder an Verfan denke, vermisse ich den auch ein bisschen, muss ich sagen, im Team. Weil der einfach ein richtig guter Vorlagengeber noch war. Hatte auch, glaube ich, die meisten Vorlagen aus unserem Team. War in so ziemlich jedem Spiel am Tor beteiligt. Und ja. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es war keine Wechsel. In die zweite Halbzeit. Zack. Ja, ja. Schöne Flanke. Das war ein Ball. Da passt man neu auf. Da hat er richtig gut aufgepasst. Er hat ihn gehalten. Neuer Team of the Year oder Lahm Team of the Year. Das wäre natürlich richtig Premium gewesen. Den hätte ich behalten. Aber mit einem Sergio... Oh mein Gott. Mit einem Sergio Ramos Team of the Year kann ich ja ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Hätte ich jetzt noch so ein... der war gut. Hätte ich jetzt noch einen Iniesta und einen Xavi und einen Messi und einen Ronaldo Team of the Year gezogen. Und einen Dani Alves Team of the Year. Dann hätte ich mir vielleicht Gedanken gemacht...
eine Liga-BBVA-Mannschaft zu machen oder alle zu verkaufen und dann richtig reich zu sein. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Also sehr selten habe ich eine so schön Zelt. Oh mein Gott. Ja, wenn man so klettern kann, natürlich auch ein Sergio Ramos Team of the Year nichts anderes machen, als den Ball ins Auszuspielen. So, jetzt hier aufpassen, der hat Kopfballstärke, Santana, Naldo. Und jetzt Gündogan. Oh nein, schön Gündogan. Und da siehst du, nein, der Osvaldo, der ist schnell mit 92 Tempo. Weil gerade wollte ich den Ball auf den oben laufenden Robben spielen, aber das hat dann nicht ganz funktioniert. Felipe Melo. So. Korrekt. So, dann haben wir da den Götze gesehen mit dem Sergio Ramos. Der steht auch ganz frei, kommt auch an. Und Götzes Ball auf Hündeler kommt an. Götzes Ball auf Hündeler kommt an. Und da spielt Hündeler einen Traumpass auf Götze. Boah, war das schön. Hündeler jetzt schon das zweite Tor vorbereitet und Götze schon das zweite geschossen. Das würde ich mir gerne mal angucken. Was das einfach für ein kranker Pass war, einfach durch die ganze Abwehr, weil er sein Torwart rausgeholt hat. Ich wollte es jetzt nicht mit dem Lupfer versuchen. Da spielt er einfach mal einen Pass durch die gesamte Abwehr. So, komm. Ah, Vorteil, lalalala. Komm, sehr schön Sergio Ramos, das ist die Stärke von ihm. Er hat einfach 92 Kopfball oder so. Und kann ihn dann einfach wegköpfen, was ich richtig, richtig geil finde. Sehr schön. Ich wünschte mir, dass ich diese Münzen für ihn nicht notwendig hätte und ihn im Verein halten könnte. Boah, Gott sei Dank war dann Santana da noch. Schweinsteiger hat übrigens noch kein Tor in meinem Verein hier. Aber dafür schon Torvorbereitung. Nein, ich wollte es mit ihm machen. Oh, Elfer. LOL. Ja, wie geil. Nee, den hauen wir mit dem Robben rein. Wetten, er schießt daneben. Wetten. Komm schon, du musst treffen. Nein! Das, Alter, der Robben, ey. Jeden Elfmeter, mit dem ich denke... Oh. Boah, hätte ich mal mit dem Hündeler oder mit dem Schweinsteiger geschossen, ey. Der Robben verschießt immer. Egal, ich habe schon irgendwie 3 Elfer mit ihm geschossen. 3 Elfer verschossen mit ihm. Obwohl die eigentlich richtig gut oben ins Eck sind, aber das macht er irgendwie nicht bei ihm. Mario Götze. Alter, Götze spielt so geile Pässe. Und dabei ist er so gesunken wegen den scheiß 100k-Packs, Alter. Ein Steilpass. Da steht immer drauf. Risiko. Luis Fabian. Schön Gündogan da umgetappelt, getackelt. Schön Gündogan. Balleroberung im Schweinsteiger. Naja, der kam nicht so gut an. Das ist natürlich ärgerlich mit dem verschossenen Elfmeter. Luis Fabian. Oh, Sergio Ramos, den wollte ich eigentlich nicht steuern. Grätscht demnach ins Leere. Warum neuer da rauskam, weiß ich auch nicht. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden. So, jetzt verteidige mal hier. Okay. Dann spielen wir mal da oben auf den... Alter, wirft der weit. Da habe ich mich noch nicht so richtig dran gewöhnt vom Adler. Eigentlich wollte ich ihn auf den Alaba spielen, aber das Weitwerfen ist natürlich geil, weil wenn er solche Konter einleiten kann, kann sein komischer Rolando oder wie er heißt, er noch dazwischen grätschen. Bevor Elia da die Flanke gebracht hätte. Alaba trickst da ein bisschen, aber Rolando, Alter. Schon wieder da und jetzt... Alter, was ist da los? Stehen 20.000 Mann drin. Alaba wieder. Liskowski, Alaba. Flanke. Elia kann sich natürlich nicht gegen Naldo durchsetzen. Ah, schade. Aber bitte schön, der Ball ist hinten raus. Ja, es sieht fast so aus, als läuft er hier ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. So, sehr schön, Dante. So muss man das doch klären, Mario Götze. Bringt den Ball unten auf Robben. Bringt einen wunderbaren Ball unten auf Robben. Robben, nein, Santana kommt da noch dran. Komm, Sergio Ramos, dahinter, ja. Sehr gut, Dante. Schön Pisscheck. Dante. Also man merkt keinen großen Unterschied zwischen Sergio Ramos und meinen Spielern. Oh, nein! Hündeler, was war das? Da werde ich mir von dem Geld, den Sergio Ramos mir bringt, übrigens
Lewandowski kaufen, dann werde ich mir noch den Reus kaufen, dann werde ich mir noch den Philipp Lahm kaufen und das war's dann erstmal. Dann sollte die Mannschaft zumindest fertig sein. Ja, Elia mit einem wunderschönen Lupfer. Und wer hat das so schön vorbereitet, den muss ich loben. Ich glaube Gündogan. Ja, wäre natürlich schön, wenn er auch noch mal ein Tor machen würde, aber ich glaube, das wird er nicht mehr bringen. Vielleicht nochmal meinen Robben jetzt hier. Robben, jetzt kommt aber eins nach dem anderen. Hier 88 die Bewertung vom Robben, das Rating vom Robben und die 88. Minute. Mit seinem schwachen Fuß sogar, hat nur zwei Sterne-Skills. Mach ich ihn trotzdem mit dem schwachen Fuß rein. Oh, das war Schitter. Komm, Schweinsteiger. Das ist der haushohe Favorit und gleichzeitig Gastgeber. Und der hat die Erwartungen seiner Fans heute erfüllt und dem Herausforderer keine Chance gelassen. Und man muss ganz klar sagen, für die Gäste heißt es diesen Tag... Boah, Sergio Ramos ist echt richtig gut. Gündogan, wunderbar, oh Mann, der Ronaldo, Alter. Das, kein schlechter Innenverteidiger, obwohl er, glaube ich, gar nicht in die Mannschaft reingehört. Abseits, schade. Das wird es gewesen sein. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Oh, Sergio Ramos, was tust du, Sergio Ramos? Komm zurück, komm zurück. Oh, neuer Schön. Alter, was macht denn Sergio Ramos da? Ja, da seht ihr, die machen auch Fehler. So, Sergio Ramos kann den Kopfball nicht verhindern, aber kann ihn schön abdrängen. Und das war's dann auch. Ja, danke an dich. Und, ja, war auf jeden Fall ein schickes Spiel. War natürlich nur seine C oder D oder irgendwas Mannschaft. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hier unseren lieben Sergio Ramos tun wir erstmal wieder in den Club. Ah, Schweinsteiger hat sich schon wieder, weil jetzt ist das für eine Spannung. Kommt auf jeden Fall erstmal wieder in den Club hier. Packen wir erstmal wieder hier unten rein für unseren schicken Santana. Zack. So, er ist schon wieder am Bein verletzt. Hier, bitteschön. Wo soll ich erst ein Fitnessspermette machen? Ach komm. Ups, scheiß doch auf so eine dumme Heilungskarte hier. Ach, wir haben keine Silberheilungskarte mehr. Ja, nee, dann muss ich sagen, mache ich mit dem im Fitnessspiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für den Sergio Ramos gilt mir ein Like. Bis dahin. Ciao.